Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Und ja, ich bin zurück in Minecraft, weil das letzte Video war jetzt das Urlaubsvideo und davor kam ja ziemlich lange kein Video. Aber jetzt gibt's wieder endlich wieder neue Videos. Und falls ihr gerade im Hintergrund was rauschen hört, nicht wundern, das ist die Heizung. Also ignoriert sie einfach. Ja, warum bin ich in Minecraft? Weil tatsächlich es gibt was Neues. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und zwar, ich dachte erst, dass ein paar YouTuber haben das auch schon gesagt. Und ich dachte erst, das wäre irgendwie Fake oder so. Aber es ist kein Fake. Ja. Und zwar gibt es einen neuen Minecraft-Snapshot. Und auf den ersten Blick ist hier eigentlich gar nichts neu. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob das ob nur mir das so vorkommt, aber das Gras sieht ein bisschen anders aus. Und die Blätter sehen auch anders aus, irgendwie so wie in irgendeinem Texture Pack. So erinnert mich das zumindest. Also, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ups. Wir sind nämlich heute im Kreativmodus, weil, guck mal hier, Squid sah noch auch anders aus, oder? Keine Ahnung, ich habe lange kein Minecraft mehr gespielt. Und hier ist direkt ein Lol. Was? Das ist hier einfach geboren. Okay, egal. Und das hier ist anscheinend Sand. Ja, Sand hat also auch jetzt eine neue Textur. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen umgeschaut. Weil ich wollte halt mal gucken, ob überhaupt was Neues ist, weil wenn nichts Neues ist und ich mache das Video, ja, das war halt ziemlich dumm. Okay, also, ja, wie gesagt, es gibt neue Texturen gibt es auch und neue Bugs und so. Und es gibt halt einen neuen Minecraft-Snapshot. Ich mal gucken, ob wir dazu eine extra Serie starten werden. Mal gucken. Vielleicht so eine Miniserie oder so. Wir haben hier auf jeden Fall gleich schon mal hier neue Blumen, wie wir hier sehen. Hier die blaue, die ist neu. Eine Cornflower. Dann haben wir hier noch eine Marguerite, die gab es glaube ich schon, oder? Hat natürlich noch so eine andere Textur, keine Ahnung. Die sehen irgendwie aus wie Pusteblumen, finde ich irgendwie, keine Ahnung. Und hier haben wir Löwenzahn, den gab es auf jeden Fall. Das sind irgendwie drei neue Blumen. So sehen die aus. Ich finde die blaue cool. Und ich habe noch was gesehen. Ich habe mir das Video schon mal so ein bisschen angeguckt von einem gewissen YouTuber, deren Name ich jetzt nicht sagen werde. Und ja, nicht wundern, es gibt neue Texturen. Die gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und zwar die Widderrose. Oh. Ja. Habe ich überhaupt auf Deutsch? Ja, aber das haben die noch nicht ganz übersetzt. Also, die haben hier zum Teil. Also, die haben hier wirklich neue Texturen hier. Ich glaube, die Pilze sehen ungefähr gleich aus, aber sonst hier die Tulpen sehen, glaube ich, anders aus. Die haben hier halt neue Texturen für Sachen. Hier der Ackerboden, der sieht immer mega seltsam aus. Oh, was ist das? Und der buggt irgendwie, weil da so ein bisschen im Boden drin ist, ne? Hui, kaputt. Kaputt, kaputt, okay. Dann habe ich hier gerade noch die Werkbank. Das sieht halt wirklich so aus wie in so einem Texture Pack irgendwie, finde ich. Keine Ahnung. Oder hier habe ich gerade noch was gesehen. Ja, doch nicht. Hier, das sieht alles irgendwie anders aus, finde ich. Also, es sind nur so kleine Sachen, aber. Ja, und was ist Loom? Da gucken wir uns jetzt an. Also, wir haben hier einmal Loom. Weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht ein englisches Wort. Und hier haben wir ein dunkles. Ah, es gibt also neue Schilder. Gemälde sehen jetzt so aus. Also, wir haben hier anscheinend neue Schilder. Ich weiß nicht, ob die schon vom Aquatic-Update kommen, aber ich glaube nicht. Ich finde das gerade. Entschuldigung. Ich finde das gerade richtig cool. Also, ich finde das voll cool, dass sie hier so überall so neue Texturen und so haben und hier auch neue Items. Hier haben sie einen Loom, den werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Das neue Schild sieht bestimmt gleich aus, oder? Ja, bloß, dass es halt ein anderes Schild ist. Okay. Also, ich finde das gar nicht schlecht. Ofen hat auch eine klein wenig andere Textur. Und hier den Loom. Was ist das? Kann man hier. Ich glaube, hier kann man Banner craften, oder? Ups. Ich glaube schon. Wir können ja mal kurz einen weißen Banner holen. Oder? Keine Ahnung. Oder dann holen wir uns kurz mal irgendwie. Guck mal hier zum Beispiel das Redstone. Hier hat irgendwie gefühlt alles hat eine neue Textur. Guckt euch das mal an. Hier. Redstone hat eine neue Textur. Ich glaube, Redstone-Lampen auch. Das finde ich cool. Der Apfel hat eine neue Textur. Vor allen Dingen. Es kam ja gerade erst neues Update. Jetzt kommt einfach direkt schon wieder eins. Glowstone sieht anders aus. Das Gold, das sieht auch ganz anders aus.
Dann holen wir uns jetzt nochmal roten Farbstoff. Vielleicht geht das ja auch ohne Zweck ab Nacht. Oh, guckt euch das mal an hier. Cool. Muss ich einen Banner craften? Ey, das geht ja jetzt richtig einfach. Tada! Und ich mache einmal kurz Timeset Day so. Weil in der Nacht, ja, das ist halt nicht so cool. Okay, den Banner packen wir erstmal in den Ofen und den packen wir in. Ne, okay, doch nicht. Und das brauche ich jetzt auch gerade nicht mehr. Wir gehen jetzt einfach mal hier ins Dorf und gucken uns das hier an. Guck mal hier. Erstmal. Was? Was hab ich gehört? Junge, was war das denn? Und das hat auch eine andere Textur, oder? Keine Ahnung. Und bevor ihr sagt, ich habe irgendwie ein Texture Pack oder so, es ist kein Texture Pack. Back. Lol. Gefeedback. Oh. Das habe ich noch gar nicht gesehen, aber hier Option und dann machen wir kurz Ressourcenpakete. Default Minecraft, kein Texture Pack. Und Mods auch nicht. Okay. Was haben wir hier? Oh, das Dorf finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das finde ich einfach cool. Hier. Und was ist das? Das sind Weizenkörner. Oh mein Gott. Und das hier ist auch Weizen. Die haben ja eine voll coole Textur jetzt für Weizen. Das finde ich cool. Weil vorher war Weizen. Wie sah Weizen denn mal aus? Ja, so anders gelb, aber irgendwie auch merkwürdig. Nicht so aus wie wirkliches Weizen. Das finde ich gar nicht schlecht. Wo ist das überhaupt ausgewachsenes Weizen? Ich denke schon. Also das finde ich gut. Hier haben wir noch mal ein paar von den Rosen hier, die auch neu sind. Und das Glas ist auch neu. Das hat jetzt so eine. Das finde ich auch sehr cool. Das gab es in irgendeinem Texture Pack. Ich glaube, das war dieses Stadt-Texture Pack. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es an der View. Gratis war das, glaube ich. Und da war das auch nur so. Das ist halt so. Ich finde das cool, weil das kann man einfach besser durchgucken. Finde ich gut. Die Tür sieht ja auch sehr neu aus. Was ist das für eine Tür? Das ist die Eichenholztür, die kriegt man ja. Kann ich übrigens auch gleich mal wegpacken. Die kriegt man ja. Das ist ja gar nicht schlecht. Also ich find gut, dass sie hier gleich so ein neues Update rausholen. Obwohl ja gerade erst das neue kam. Finde ich nicht schlecht. Also, hier haben die haben halt für alles gefühlt neue Texturen. Hier, das ist rote Beete, denke ich mal. Ja. Rote Beete. Was haben wir hier? Finde ich gut. Die Lava sieht tatsächlich noch gleich aus. Das Wasser sieht ja jetzt. Das müsste ja. Guck mal hier, die Eisenbahn. Die sehen voll anders aus. Wie wirklich in Texture Pack. Wie das Brot, Eisenschwert und so. Wir nehmen das jetzt alles und packen das mal in unser Inventar. So, zack. Ups. Wir haben hier einfach gleich so viele Fortschritte erzielt. Und ich habe das ganze Zeit das Gefühl, dass es Nacht wird. Aber das stimmt halt gar nicht. Okay, wir gucken uns jetzt. Jetzt nehmen wir uns nochmal ein bisschen die neuen Items unter die Lupe. Lupe? Aha. Und zwar habe ich hier gerade gesehen, hier, ich weiß nicht, die hier, die erdrinnen gab es ja schon, aber ich weiß nicht, ob es die auch schon gab. Ja, kann sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guck mal hier, der Goldblock hat halt eine komplett neue Textur. Also, die finde ich eigentlich voll cool, weil jetzt nicht nur gelb, sondern jetzt auch einfach so kleinen Muster. Finde ich nicht schlecht. Der Schwamm, das habe ich schon gesehen. Ja, der sieht auch ein bisschen anders aus. Hier das Glas halt, das haben wir ja gerade schon gesehen. Und gab es die Slabs eigentlich schon? Ich weiß es nicht so wirklich. Die Melone, Alter, die sieht richtig anders aus. Guckt euch die Melonen mal an. Die sehen gar nicht schlecht aus. Finde ich gut. Was haben wir hier sonst noch? So die. Ah, es gibt jetzt normale Kürbisse ohne Gesicht und geschnitzte Kürbisse. Das finde ich auch cool. Da muss man die bestimmt mit irgendeinem Werkzeug noch schnitzen, aber ich wüsste jetzt nicht mit welchem. Vielleicht haben wir hier Werkzeuge. Nee, wir haben hier nichts Neues. Ah, bestimmt mit einer Schere, oder? Oh ja, die hat ja auch eine neue Textur. Bewerber. Ja, und dann kriegt man gleich nochmal ein paar Kürbiskerne. Okay, finde ich gut, dass es jetzt verschiedene Kürbisse gibt. Dann packen wir das alles mal kurz weg. Und dann mal gucken. Ich habe hier gerade ganz unten, glaube ich, noch was gesehen. Und wir gucken dazu alles in Ruhe an. Hier, Diamantblock. Den sehe ich gerade. Alter, hier gibt es doch so viele neue kleine Sachen. Also hier, der Seelensand sieht ein bisschen anders aus, oder? Keine Ahnung. Ich habe so lange kein Minecraft mehr gespielt. Ich weiß es nicht. Aber der Glowstone, das sieht definitiv anders aus. Ist nicht mal so gelblich irgendwie, sondern so. Keine Ahnung, was für eine Farbe das ist. Hier, Diamantblock.
sieht jetzt auch halt auch dieses Muster. Und der glatte Stein. Oh. Den kennt man doch aus Modpacks, oder? Ist der nicht immer in Modpacks? Ich weiß nicht. Der kommt mir irgendwie. Oder nee, warte. Der kommt doch hier von denen hier. Von diesen Slabs. Wenn man die übereinander gestapelt hatte, dann hat man die immer. Genau. Und daraus haben wir jetzt einen Stein gemacht. Finde ich gut, weil da muss man nicht jetzt nicht immer, wenn man irgendwie so einen Block haben will, muss man nicht immer so machen, sondern kann einfach den Block platzieren. Sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber von oben ist der gleich. Finde ich gut. Was mir auch gerade noch aufgefallen ist, dass irgendwie, dass ich nicht mehr so viel FPS habe. Naja, eigentlich schon, aber wenn ich Blöcke abbaue zum Beispiel. Merkt ihr das? Es ruckelt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich hier, warte mal. 16 Chance sollte eigentlich. Nein. Okay, keine Ahnung. Achso, ich habe mich gerade gewundert, was schubt da, aber das sind hier nur Dings. Von den Kürbiskernen, die wir gerade hingeworfen haben. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter runter. Smaragdblock sieht auch anders aus. Hat halt auch dieses Muster wie die Diamant und so Block. Obwohl, das sieht sogar noch ein Tick geiler aus, oder? Okay, keine Ahnung. Genauso wie das Smaragderz, das sieht da glaube ich auch anders aus. Der Magma-Block, ist der gleich geblieben? Nö, der ist auch, glaube ich, ein bisschen anders. Und ich glaube, der hat sich auch vorher nicht so krass bewegt. Okay, haben wir hier sonst irgendwas Neues? Ja, hier, die sehen ein bisschen anders aus. Ja, eine andere Textur, glaube ich. Ich weiß es halt, wie gesagt, nicht. Oh, hier gibt es komplett neue Sachen. Ey, krass. Und was ist das? Ein Geweih-Korallenblock. Der ist, glaube ich, ein bisschen neu. Nee, keine Ahnung. Aber die Stufen hier, Granit zum Beispiel, sowas. Achso, der war kein Wasser. Hier, sowas gab es nicht. Da hat man doch immer hier die guten alten. Wo sind sie? Diese anderen Stufen da, ihr wisst schon, diese. Gibt es überhaupt noch? Gibt es gar nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Aber diese Bruchsteindinger halt. Gut, ich glaube, das war erstmal alles. Hier sind halt noch so ein paar kleine neue Sachen. Blaueiser, das gab es ja schon. Okay. Dann gucken wir mal hier weiter mit Dekoration. Die Rosen, die haben wir ja schon gesehen. Das haben wir uns ja schon angeguckt. Die Blätter mit einer neuen Textur. Und so eine Items sehe ich hier jetzt gerade noch nicht. Gibt es halt große Fahnen. Ja, den gibt es ja auch schon. Die Betten, die sehen anders aus. Das ist mir gerade noch gar nicht aufgefallen. Ja, die sehen so ein bisschen anders aus. Es sieht halt alles so aus wie irgendwie so ein Texture Pack. Ich weiß nicht welches, ich kenne den Namen auch nicht. Aber es erinnert mich an ein Texture Pack, finde ich. Ich weiß nicht. An dieses Stadt-Texture Pack, was ich halt an der View mal eine Zeit lang gespielt habe. Also nicht auf YouTube-Aufnahmen oder so. Aber was ich halt mal eine Zeit lang gespielt habe. Für mich selber. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Daran erinnert mich das halt so ein bisschen. Vielleicht haben die ein paar Texturen von da. Könnte sein. Hier die feinwellige Platte. Okay. Aber die sieht halt auch ein bisschen anders aus. Hat halt diese neue Textur wie Goldblöcke. Hier, das sieht ein bisschen anders auch, oder? Ja, oder ist das nur hier? Also ich kann das gar nicht platzieren. Warte, da brauchen wir noch kurz eine Schiene. Nee, das sieht so gleich aus, aber es sieht halt hier durch ein bisschen anders aus. Deswegen dachte ich gerade. Antriebslore, nee, die gibt es schon alle. Sattel sieht hier so ein bisschen anders aus gerade. Achso, ja, das ist dieser komische Schnellzugriff. Ja, den habe ich noch nicht ganz gecheckt. Und hier, der blaue Schneeball. Den kenne ich, der ist so bläulich, so eisblau. Den habe ich schon mal gesehen, der sollte, glaube ich, die Textur, die sollte, glaube ich, eigentlich in Minecraft 1.13 kommen. Aber die ist jetzt tatsächlich erst jetzt gekommen. Ich habe mich schon gewundert. Ja, denn halt hier das Wasser sieht ja gleich aus, aber die Items hier sieht halt ein bisschen anders aus. Zum Beispiel hier kommt der einfach so okay, keine Ahnung, was ich gerade gelabert habe. Bambus! Ich glaube, das ist auch ganz neu. Und was haben wir hier? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, hier nur Farbe. Und sowas können wir uns gleich gucken, aber hier Bambus, das ist. Ui. Guck mal, hier ist so eine Bambussprosse. Ihr habt doch mal gesehen, mein Animal Crossing New Leaf, oder? Wenn ihr Animal Crossing New Leaf kennt, dann wisst ihr, dass hier in Animal Crossing genauso aussieht. Und wir müssen mal kurz wieder Tag machen, weil es wird schon wieder Nacht. Und ich glaube, das kann man jetzt so hochstrapeln, wie man will. Und was ist das hier? Ich weiß nicht. Damit kann man irgendwie nichts machen. Keine Ahnung. Okay. Komisch, aber ja. Und was ist das?
Ach, man braucht jetzt kein Knochenmehl mehr oder was? Ich dachte, es ist für Knochenmehl. Nee, man braucht anscheinend wirklich. Es gibt jetzt weiße Farbe und man braucht kein Knochenmehl mehr für Dings. Oh, der wird sogar ein bisschen dicker. Und der hat hier oben so ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt geht das nicht mehr. Kaputt. Okay. Also das haben wir hier. Dann muss ich die ganzen Sachen anders machen. So, tschüss. Also man braucht jetzt tatsächlich nicht mehr Knochenmehl für weiße Farbe, aber man kann bestimmt auch das nehmen. Ich hoffe, dass es beides geht. Haben wir sonst neue Tiere? Fledermaus, jetzt haben die alles andere Namen so ein bisschen auch. Teilweise, aber ich glaube nicht. Mir kommt jetzt gerade nichts Neues vor. Außer eins weiß ich, das habe ich gesehen. Und zwar. Den kennt ihr bestimmt auch schon. Wenn ihr das. Okay, wenn ihr das Video jetzt, wenn ihr jetzt erst davon erfahrt, dann nicht, aber es ist. Warte. Machen wir mal kurz einen Cut. Ich die Fallkugel ist auch mal. Machen wir kurz einen Cut, bis ich den eigentlich mal gefunden habe. Der beliebte Biest, alles klar. Okay, wir suchen den jetzt einfach. Und zwar ist es der Panda. Ah, so sieht der aus, okay. Das ist der Panda tatsächlich. Also das ist so sein hier Dings. Also das ist sein Spawn, seine Textur so. Und die Schaltplatte 11 ist jetzt tatsächlich ein bisschen kaputter. Okay, weil die war ja schon immer ein bisschen komisch. Ups. Hier das Smaragd. Der sieht auch ein bisschen anders aus. Und die leere Karte und was ist das? Ach so, Netherquartz, okay. Jetzt das wäre es. Es sieht halt alles ein bisschen anders aus. Ups, jetzt habe ich aus Versehen die Panda weggemacht. Das war nicht mit Absicht. Tut mir leid, Panda. Okay. Den probieren wir gleich noch aus. Und hier, die goldenen Äpfel, die sehen auch anders aus. Das ist eine Borsch. Hä? Eine Borsch? Oh, okay. Ich meine, Borsch, ich finde. Wir können mal kurz, ups, wir können mal kurz hier slash Garnmüll Mode und wir müssen ja jetzt mal Survival hinschreiben. Weil das andere geht ja nicht mehr. Können wir das irgendwie trinken oder so? Was ist das? Was ist Borscht? Sieht irgendwie aus wie irgendwie dieser Duft drin wäre oder so, aber man würde es ja nicht Borscht heißen. Kriegen wir gleich mal ein bisschen Hunger, vielleicht können wir das dann ja essen. Dann können wir schon mal hier den Panda drin spawnen. Warte. Okay, dann sporen wir den mal. Oh, der ist aber. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre so ein kleiner Hai. Wo bist du denn? Oh, der ist ja voll süß. Ich muss mal kurz meinen Ton anmachen. Ich höre den gar nicht. Macht er auch Geräusche? Oh, der springt einfach raus. Ja, moin. Und ich dachte, das reicht. Ja, der macht Geräusche. Und ich dachte, das reicht. Und dann kommt er, springt einfach aus. Ja, Junge, was macht er für komische Geräusche? Jetzt würde ich sterben oder so, hört sich das an. Und was ist jetzt mit diesem. Hier. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Kannst du haben. Kaninchen Ragout. Das gab's ja jetzt schon länger. Oh mein Gott. Diese Sounds, oh mein Gott. Genau, die Werkzeuge. Die sind jetzt auch ein bisschen anders. Alter, jetzt nervt mich. Die Goldschaufel. Ups, die sieht halt auch ein bisschen anders aus. Ja. Was haben wir hier? Genau, das Goldschwert sieht jetzt auch anders aus. Das Diamantschwert, glaube ich, auch. Die sehen halt alle so ein bisschen runder aus. So ein bisschen smooth. 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 Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich glaube, so sieht das fast gleich aus wie mich. Aber es glänzt so ein bisschen. Also. Es ist schon Modpack ähnlich und Texture Pack ähnlich. Und hier, der der Crossbow. Den gibt es auch neu. Und der Totem und Sterblichkeit hat neun Dings. Neue Textur. Was macht der Crossbow? Wow. Und mit dem Schlag. Ach so. Oh. Man muss gedrückt halten. Dann kann man loslassen. Dann packt das so in die Mitte und dann kann man so. Bam! Das ist cool. Oh ne, das war richtig. Also ich finde ihn cool. Ne, so geht das nicht. Nur so.
Der ist ja mega cool. Ich glaube, der ist auch besser als ein Bogen. Warte mal, wir probieren das mal an einem Zombie aus. Oder nee, das wäre nicht so schlau. Doch an einem Zombie, weil die sind sehr böse und die. Ja. Keine Ahnung, was ich gerade gelabert habe. Okay, dann bauen wir hier mal kurz so, damit er nicht verbrennt. So, du bist jetzt abgeschossen. Was? Oh. Bam. Also. Oh, drei Dings. Das ist ja schon echt gut. Und was haben wir mit dem Dreizack? Lass mal vergleichen. Warte mal, wir mal kurz mal einen Dreizack holen. Wie oft brauchen wir da? Oh, das ist jetzt natürlich. Gehen wir weg. Also brauchen wir einen Erwachsenen. So. Eins. Zwei. Auch drei. Okay. Die scheinen also beide gleich zu sein. Kampf und Kampf. Hier steht halt nur Kampf. Und ich glaube, sowas gab es auch schon mal irgendwie in Modpacks oder so. Auf jeden Fall sind das immer die Items, die nichts machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder und wisst, was ich meine. Ja, Crossbow. Ja. Der ist halt neu. Und dann haben wir hier noch Tränke. Die haben halt auch neue Texturen. Ich weiß nicht, ob hier was Neues. Phantomhaut, die kenne ich noch nicht, aber kann auch sein, dass sie hier neu von 1.13 ist. Ich glaube, sonst war es das schon wieder für dieses kleine Video, für diesen Minecraft. Ich nenne es jetzt einfach mal 1.14. Modpack. Modpack, was laber ich da? Nein, nur weil ich mich versprochen habe, ist es immer noch kein Modpack. Könnte ich das angucken, es ist kein Modpack, keine Mods vorhanden. Es gibt ja halt nichts, wo man Mods auswählen kann. Ja, dann bedanke ich mich tatsächlich fürs Zuschauen. Ja, tue ich. Und das übrigens auch mal, wie ihr hier seht. Und dann wünsche ich noch euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann?